Wittenberg. Emily ist 17 Jahre alt, besucht das Kranach-Gymnasium in Wittenberg, macht in diesem Jahr ihr Abitur. Sie kann ein bisschen besser tanzen als andere, hat aber sonst die gleichen Freuden und Probleme. Leistungsdruck in der Schule, Termin abstimmen, Wochenende meine Party. Was mache ich nach dem Abi? Oder die erste Liebe, der erste Schmerz, das Nicht-Verstanden-Werden, sowieso diese komischen Erwachsenen. Also diese ganze Bandbreite der Emotionen von schierer Begeisterung bis zur absoluten Enttäuschung. Das ist so das pure Leben. Und das pure Leben ist auch der Titel von einem Text von Emily Koja, der uns in der Jury vollauf begeistert hat. Das ist locker luftig gewesen, aber auch gedankenschwer sprudelt es raus mit der Unbekümmertheit ihrer 17 Jahre. Hallo Leben, jetzt komm ich. Hört man da drin in diesem Text, das Leben muss auf jeden Fall gut werden. Quatsch, das muss super werden. Keine Versicherungsmentalität, früher an später denken, sondern das Leben genießen. Das ist ein Text, der Freude macht, mit seiner Energie ansteckend wirkt und der dem Leser, so ging es mir jedenfalls, ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubert. Emily hat aber noch einen zweiten Text eingebracht, Wo gehst du hin? Und diese Frage macht schon deutlich, es geht um Fragen, die gerade junge Menschen beschäftigen. Da geht es um schlaflose Nächte, um die Sorge, womöglich zu scheitern, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Es geht aber auch um Vertrauen und Freundschaft. Und diese Gedanken, die sehr vielschichtig sind, verwebt sie zu einem stimmigen Bild, keineswegs beschwingt, doch auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und das ist das Schöne an Emmys Kojas Texten. Sie meint es tatsächlich ernst mit dem Schreiben und bei ihr zu spüren, wie viel Freude und Spaß sie der Sprache abgewinnt. Und zugleich ist die Sprache bei ihr auch ein Freund, der in gewissen Momenten tröstet und Kraft gibt. Deswegen Glückwunsch an Emily Koja. Sie hat bei uns in der Kategorie der unter 18-Jährigen den 3. Platz belegt. Und dafür gibt es ein wunderbares Buch und noch einen kleinen Gutschein vom Apollo Verlag. Vom Alpha Verlag. So, ist richtig. Und jetzt hören wir zu, wie. Genau. Dankeschön. So, und jetzt hören wir diese schönen Texte. Gut schon. Das ist das pure Leben. Und wir sind mittendrin. Wir können machen, was wir wollen und sein, wer wir sind. Wir können öfter tanzen, lauter singen, mehr lachen und viel höher springen. Durch Straßen hüpfen, kindisch sein, mehr lieben und mehr glücklich sein. Wir können alles wissen und nicht nur ahnungslos ahnen. Wir können alles erreichen und nicht nur planlos planen. Wir haben alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Und vor allem können wir leben und nicht nur existieren. Wo gehst du hin, wenn du sagst, du gehst nach Hause? Und was macht dir zu schaffen, wenn du denkst, du brauchst eine Pause? Und wo setzt du neu an, wenn du sagst, du weißt nicht weiter? Und was macht dir Angst, wenn du denkst, wir werden scheitern? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Was hält dich nachts noch wach? Was lässt dich nicht mehr lachen, wenn ich doch herzlich lach? Wer sagt dir Lebewohl, den du für immer halten wolltest? Wer sagt dir, wo es lang geht, was du tun und was du lassen solltest? Und wer sagt dir die Wahrheit, den du für einen Lügner hältst? Wer wirft seinen Schatten auf dich, den du ins gute Licht oft stellst? Der dir die Meinung sagt, ist der, der zu oft schweigt. Und der viel erzählt, ist oft auch der, der nie was zeigt. Der es immer locker sieht, ist da und hält dich fest. Und der dich immer lieben wollte, ist oft auch der dich verlässt. Angst auf
auf großen Bühnen zu stehen. Alle Augen des Publikums nur auf mich gerichtet. Gesellschaftlicher Druck, bohrende Blicke. In der Leistungsgesellschaft ist dies ein Problem, das jeder kennt, schon die Kleinsten. Hobbys, Leidenschaften, sinnvolle Freizeitbeschäftigungen sind für Kinder und Jugendliche sowie für deren Entwicklung natürlich unabdingbar. Gerade die Musik und besonders das Erlernen eines Instrumentes kann für den Lebensweg ja eigentlich nur zuträglich sein. Doch insbesondere heutzutage ist es leider keine Seltenheit mehr, dass Eltern ihre Kinder weniger fordern als überfordern. Schon von den Kleinsten werden die größten Erfolge erwartet und vor allem erzwungen. Dadurch können, dank der um sich greifenden Leistungsgesellschaft, Leidenschaften verloren gehen und das Hobby zur Qual werden. Das Vorspiel in der Musikschule beispielsweise wird dann nicht mehr nur von Lampenfieber, sondern von Versagensangst begleitet. Und die Augen der Zuschauer werden zu Blickbohrmaschinen. Eben jenes Phänomen beschreibt die zweite Preisträgerin der U18-Kategorie im Schreibwettbewerb mit ihrem Neologismus, einer Wortneuschöpfung, Blickbohrmaschine im gleichnamigen Prosatext. Die mittlerweile 16-jährige Clara Deifel besucht momentan die 11. Klasse des Otto-Hahn-Gymnasiums in Ostfildern, das liegt in Baden-Württemberg, und kann heute leider nicht vor Ort sein. Mit stilistischen Kniffen und einer klaren Sprache brachten die Worte der jungen Verfasserin uns als Jury zum Nachdenken und besonders zum Innehalten. Die realistische Schilderung ihrerseits, wie sich die Leistungsgesellschaft schon auf den jüngsten Teil unserer Gesellschaft auswirkt und niederschlägt, ist ihr gelungen, weshalb die originelle Idee der Blickbohrmaschine für uns definitiv preiswürdig war. Von Anfang an hatte der Text einen hohen Stellenwert im Jurygespräch. Natürlich hat Clara Deifel, obwohl sie heute nicht vor Ort sein kann, schon ihren Preis, ein Abrafax-Jahresabo, erhalten. Und Frau Körting hat heute die Ehre, den Text nochmal zu rezitieren. Ich bedanke mich also dennoch im Namen der ganzen Jury für die gelungene Einsendung von Clara Deifel und natürlich die klugen Gedanken, die sie uns mit auf den Weg gegeben hat. Dankeschön. Annika Wurz war Mitglied der Jury aus dem Kranach-Gymnasium. Dafür wollte ich auch nochmal herzlich danken. Clara Deifel hat bei Sola Scriptura mitgeschrieben, weil sie beim Schreiben nachdenken und experimentieren kann und ihre Gedanken gerne mit anderen teilt, so schrieb sie mir. Das versuche ich jetzt für Sie zu vermitteln. Blickbohrmaschine. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Gefühlskälte. Meine Hände fühlen nichts. Ich fühle meine Hände nicht. Es ist, als würden sie nicht zu mir gehören. Meine Beine spüre ich dafür umso mehr. Sie kribbeln wie ein ganzer Ameisenhaufen. Gleich fängt das Konzert an. Dann muss ich nach vorne. Als Drittes Geige spielen und alle gucken mich an. Das kann ich nicht. Eigentlich ist das alles nur aus Spaß und rein freiwillig. So heißt es offiziell. Aber für nur Spaß sieht es ziemlich ernst aus. Lehrer geben Schülern letzte Tipps. Schüler schauen nervös umher. Die Angst zu versagen schwirrt durch den Raum. Auch ich bin nicht freiwillig hier. Mein Geigenlehrer wollte es unbedingt. Wenn du mal etwas werden möchtest, musst du auch vorspielen können. Und meine Eltern. Ich muss ständig vorspielen, aber ich hasse es. Und ich will auch nichts werden, jedenfalls nicht so. Ich liebe Musik, Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel, aber nicht hier. Blickbohrmaschine. Der Musikschulleiter eröffnet das Konzert. Ein blasser, hagerer Mann, sein Lächeln scheint aufgesetzt. Schon kommt das erste Mädchen nach vorne und setzt sich ans Klavier.
Hilfe, gleich bin ich dran. Das Klavierstück erklingt erst seit ein paar Sekunden, aber neben mir steht ein kleiner Junge auf. Vermutlich ein Geschwisterkind. Seine Finger spielen Luftklavier und sein Körper wiegt sich zur Musik. Die Mutter will ihn peinlich berührt auf seinen Stuhl zurückziehen, doch er lässt sich gar nicht beeindrucken. Als nächstes betritt ein Junge mit einer Klarinette die Bühne. Kaum hat er angefangen zu spielen, fängt der Junge neben mir an zu singen. Es hört sich schrecklich an. Sofort drehen sich empörte Eltern zu ihm um. Die Mutter wird ganz hektisch, versucht, ihrem Sohn den Mund zuzuhalten und redet leise, aber sehr bestimmt auf ihn ein. Den Jungen kümmert das nicht. Seine Haare wippen auf und ab, seine Augen lächeln. Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel, Musikmensch, Musik, Herz. Als das Stück zu Ende ist, zerrt die Mutter ihren Sohn aus dem Saal. Von draußen erklingt fernes Schimpfen. Ich stehe auf und gehe nach vorne. Als ich mich im Publikum umsehe, vermisse ich diesen kleinen Jungen. Für ihn würde ich spielen. Herzmusik. Ja, also ich muss noch dazu sagen, damit ich mich jetzt nicht ganz so schlecht fühle, dass wir dieses ganze Projekt überhaupt bei diesem Wettbewerb einsenden, das wussten wir gar nicht. Das war nämlich eine Initiative von unserer Lehrerin, die das einfach mal so selbstständig gemacht hat. Und deswegen ist der Text, den ich jetzt vorlese, natürlich auch nicht ganz so beständig in seiner Tiefe wie das, was wir eben schon gehört haben. Aber wir hoffen einfach mal, er gefällt Ihnen trotzdem. Klosterleben im Selbstversuch. Ich hatte und habe Angst vor der Oberstufe. Fehler sind nicht mehr erlaubt. Der Druck ist für mich so unfassbar hoch und lastet auf mir wie ein Schwergewicht, das mich daran hindert, frei zu atmen. Plötzlich lerne ich länger. Ich verhalte mich anders im Unterricht. Da ist immer die Angst, was falsch zu machen. Wenn wir jetzt einen Test wiederbekommen, ist es totenstill im Raum und ich weiß nicht, ob ich mich über meine Zensuren freuen soll. Ob sie genügen. Wir sind erst 3 Wochen wieder im Unterricht und ich bin schon wieder überlastet, fühle mich nicht stark genug für die Flut, die ich da auf mich zurollen sehe. Und dann komme ich ins Projekt. Das Kloster Drübeck wird erkundet, so heißt es. Ich habe absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber trotzdem ist es für mich jetzt schon ein Aufatmen. Die Musik bei einer Andacht verursacht mir zum ersten Mal in meinem Leben Gänsehaut. Die Fürbitten wirken plötzlich nicht mehr abstrakt und fremd. Wir arbeiten an Materialien für die jüngeren Schüler, damit sie einmal mit unseren Augen, aber auch spielerisch das Kloster entdecken können. Effektiv, ohne hektisch zu sein. Konzentriert, ohne ernst zu sein. Es ist etwas Neues, eine Arbeitsatmosphäre, die ich noch nicht kenne. Wir bringen Leistung, ohne im Stress zu sein, und ich will nicht wieder zurück in den inzwischen so beängstigenden Alltag, in diesen Kreislauf aus Erwartung, Druck und ständiger Kontrolle, der sich Schule nennt. Aber das kann ich nicht stoppen. Ich kann mir nur diese Woche in Erinnerung behalten und dabei daran festhalten, dass den schlimmeren, anstrengenden Zeiten auch wieder bessere Zeiten folgen werden. Zeiten wie diese hier. Dankeschön. Er hätte auch heißen können, im Untertitel, ein Thesenpapier oder ein neues Thesenpapier anknüpfend an oder irgend so etwas. Weil für mich steckt in diesem Text schon dieser Geist drin, der vor 500 Jahren offenbar durch Deutschland und insbesondere diese Stadt wehte. Den Geist, die damalige Leistungsgesellschaft, die vielleicht ein bisschen mit Betrug gekoppelt war, indem man sein Heil mit Ablassen verkaufen konnte oder sowas,
dass man diese Welt verändern wollte. Man hat provoziert. Luther hat es, wie gesagt, ausgedrückt. Und dieser Text von Isa Susan Döge aus Gräfenhainien, als sie schrieb, war sie 16. Ich habe sie halt nochmal nachgefragt, ob sie 17, das könnte ganz gefährlich sein, in dem Alter ein falsches Alter zu nennen. Also von der 17-jährigen Susan Döge, der hat diesen provokanten Geist. Und ich freue mich, dass eine Jugendliche auch sich nicht scheut, das, was sie da, was ihr durch den Kopf geht, was sie beschäftigt, was sie ausdrücken will, es ehrlich auszusprechen, es nicht in sich zu vergraben oder vielleicht bestenfalls im Freundeskreis unter Vertrauten zu sagen. Sie hat einen Text geschrieben, den eingereicht, also er soll öffentlich wirken. Und das soll er jetzt, das kann er jetzt. Isa, komm. Bemerkungen zu den Leistungen Martin Luthers. Eine kurze Provokation. Allein durch den Bezug auf die Schrift wollte Luther den Menschen seiner Zeit einen Zugang zu den Inhalten und Werten der Bibel in ihrer Muttersprache und ohne jeden Vermittler der Obrigkeit schaffen. Diese Leistung Luthers kann man im Kontext des 16. Jahrhunderts gar nicht überbewerten. Was für ein mutiger Mann und rebellischer Geist. Wir können Werte wie Güte, Liebe und Demut vor dem Schicksal des Nächsten jedoch nur dann praktizieren, wenn wir die ökonomische Grundlage dafür gelegt haben. Leistung ist notwendig in allen Gesellschaftsformen. Dies gilt für jede Zeit, Luthers wie auch für die unsere. Wir können abends nur das verteilen, was wir morgens erwirtschaftet haben. Werteschaffende Arbeit ist Grundlage jedes menschenwürdigen Lebens. Über die Art und Umfang der Arbeit sowie die Verteilung der Früchte der Anstrengungen haben die Menschen schon immer diskutiert, gestritten, gekämpft und getötet. Selbst in meinem jungen Leben spüre ich bereits diese Widersprüche. Ein reiner Bezug auf die Schrift hilft mir da nicht weiter. Eine kritiklose Auseinandersetzung mit der Leistung des Martin Luthers ist jedoch gefährlich. 3 Jahre vor seinem Tod, 1546, verfasste Martin Luther seine Abhandlung von den Juden und ihren Lügen. Zum ersten Mal gedruckt und erschienen, hier in Wittenberg. Von Altersweisheit ist da keine Spur. Statt religiöser Toleranz nur weltanschaulicher Alleinvertretungsanspruch, Hass und Aufruf zu Gräueltaten. So überraschte es mich nicht, herauszufinden, dass sich Faschisten während der Zeit des Nationalsozialismus ausdrücklich auf Martin Luther bezogen, der ihnen ja riet, erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke. Zum Zweiten, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Und schließlich, am Ende dieser Schrift von Martin Luther heißt es, unseren Oberherrn, die Juden unter sich haben, wünsche ich und bitte, dass sie eine scharfe Barmherzigkeit gegen diese elenden Leute üben wollten. Wie die treuen Ärzte tun, wenn das heilige Feuer in die Knochen gekommen ist, fahren sie mit Unbarmherzigkeit zu und schneiden, sägen, brennen Fleisch, Adern, Knochen und Mark ab. Also tue man hier auch. Verbrenne ihre Synagogen, verbiete alles, was ich droben erzählt habe, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um, wie Moses in der Wüste tat, der 3000 totschlug. Diese Leistung Luthers ist eine Provokation aller Menschen, gleich welcher Weltanschauung. Somit möchte ich mit meinem Wettbewerbsbeitrag auch eine einseitige Leistungsdarstellung Martin Luthers verhindern. Mehr noch, nahezu alle Bereiche des Alltagslebens in der Lutherstadt Wittenberg sind angesichts des 500-jährigen Reformationsjubiläums mit der Persönlichkeit Luthers besetzt worden, ohne seine Gestalt in ihren Widersprüchen zu zeigen. Luther, ein Mensch des 16. Jahrhunderts, wird zur Förderung des Tourismus, zum Stadtmarketing und der lokalen Folklore, zum Beispiel Luthers Hochzeit, missbraucht.
Ganz im Sinne einer übertriebenen Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts wird kulturelles Erbe zu möglichst viel Geld gemacht. Hat sich Luther aber nicht gegen den Ämterkauf und Ablasshandel, kurz gegen die Kommerzialisierung des Glaubens gewandt? Auch von diesen Missständen fühle ich mich als junger Mensch provoziert. Denn eines wird durch die Überhöhung der Figur des Martin Luther allemal deutlich. Wir haben eine Geschichte in unserer Stadt, aber gibt es auch eine leistungsfähige wirtschaftliche Basis für unsere Zukunft?